Herr Wollitz, nach dem Unentschieden gegen den BFC haben Sie Ihre Mannschaft kritisiert. Wie hat Ihnen das Spiel heute gefallen? Ich habe nicht kritisiert, ich habe nur die Sachen angesprochen, die mir nicht gefallen haben. Dass das dann immer als Kritik ausgelegt wird, kann ich verstehen. Heute habe ich eine konzentrierte, disziplinierte, in der Ordnung eine Mannschaft gesehen, die unbedingt das Spiel gewinnen wollte, nichts zulassen wollte, einen fairen Wettbewerb. Ich finde, würdig, als würdiger Tabellenführer oder Meister der Regionalliga Nord aufgetreten ist, in der ersten Halbzeit vielleicht den letzten Punch im 16er nicht so gehabt, aber den haben wir dann in der Halbzeit in der Ansprache auch ein bisschen korrigiert, konnten in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr die Box besetzen und finde, dann haben wir auch verdient gewonnen und darum geht es ja auch im Fußball. Nach hinten eigentlich nichts zugelassen und ich finde, diese Verpflichtung haben wir auch als Tabellenführer und sowieso jetzt im engen Abstiegskampf in der Regionalliga Nordost. Also ich gönne das weder Viktoria noch den anderen und ich kann auch jetzt schon mal versprechen, dass wir in den letzten beiden Spielen gegen Altklinike und Neugersdorf, die auch im Abstiegskampf drin sind, trotzdem das Maximale erzielen und erreichen wollen. Sie haben auch die Sorglosigkeit der Mannschaft angesprochen nach dem BFC-Spiel. Ist das vielleicht auch sowas, was fehlen kann im Relegationsspiel, wenn die Mannschaft nicht so im richtigen Wettkampfrhythmus ist, weil man ja schon Meister ist? Das ist auch ein Thema und entspricht eigentlich nicht für das, was ich Sie begleitet habe. Ich kann jetzt nur wiederholen von Mittwoch, dass die beiden Gegentore wir in dieser Saison noch nie so bekommen haben. So einfach, so leicht. Ein 40 Meter Flachpass, vertikal über den Platz gegen uns ist undenkbar, unmöglich und das war aber am Mittwoch so und die Laufleistung war nicht zufriedenstellend, die Ordnung war nicht zufriedenstellend, viel zu große Abstände und heute habe ich auf einem sehr schwer bespielbaren Rasen, zumindest was die Disziplin und die Ordnung betraf, ein ordentliches Spiel von uns gesehen. Worauf wird es ankommen in den Relegationsspielen? Mentalität und vor allen Dingen keine Angst davor haben, am Ende als Verlierer dazustehen. Ich glaube, das muss man den Spielern auch wegnehmen, das tue ich auch, weil das, was sie jetzt im Moment leisten, 26 Siege, ja, dass man überhaupt über eine Diskussion noch einer Relegation sprechen muss, ist ja den Unsinn des Fußballs und haben Menschen entschieden, die noch nie auf dem Fußballplatz gestanden haben und überhaupt nicht ein Gefühl haben, was in der Kabine, in einem Spieler, in einem Verein, in einem Trainer oder in einem ganzen Umfeld vorgehen kann. Und von daher, den Druck kann ich dann schon nehmen und dementsprechend, wenn wir sowieso hart arbeiten, gut arbeiten, sind das 50-50 Spiele mit einem Ausgang, der mit der individuellen Klasse von uns zumindest ein ausschlaggebender Punkt im Rückspiel sein kann. Inwieweit bereiten Sie sich schon auf die Relegationsspiele und auf den möglichen Gegner vor? Ist die Analyse schon auf diese Gegner getrimmt oder analysieren Sie immer noch die Gegner, die jetzt in der Liga kommen? Sowohl als auch, aber die anderen auch. Ich war gestern unterwegs, habe ein Spiel live gesehen von möglichen Konkurrenten, habe alle Videos, die möglichen Dings. Ich denke, dass nach gestern Lübeck komplett raus ist. Wolfsburg und Hamburg haben noch eine kleine Chance, dass es sich wahrscheinlich auf weiche Flensburg hinläuft. Und haben wir auch schon live gesehen, habe ich auch alles Video, aber ich habe auch die anderen live gesehen, speziell gestern nochmal. Wie auch heute, haben wir uns auch zu 100% auf den Gegner vorbereitet und werden zu 100% auf den Relegationsgegner vorbereitet sein. Für uns wird entscheidend sein, natürlich ist immer wichtig, was der Gegner macht, aber wenn wir eine Grundordnung haben, die Spieler frei sind, keine Angst haben vor einem Fehler und diese letzte Gier, sind wir gut und haben alle Chancen. Sagt der Gegner aber wahrscheinlich auch und zu Recht. Welche Bedeutung hätte denn der Aufstieg für den Verein Cottbus? Es hätte die Bedeutung, dass der Verein vor 2 Jahren ist er hingefallen, nicht liegen geblieben ist. Das ist ja keine Alternative, hat die richtigen Schlüsse daraus gezogen, hat eine Mannschaft entwickelt mit einer hohen Identifikation, mit einer hohen geschlossenen Einheit gebildet. Und jetzt gilt es, das einfach zu krönen. Und ich denke, dass das für die Region und für den Verein, für die Zukunft auch sehr, sehr wichtig ist, einfach mal so ein Stück Stolz auch wieder zurückbekommen und auch mal wieder sportliche Ziele erreicht zu haben. Ich denke, vierte Liga darf nicht das letzte für Cottbus sein und deswegen müssen wir alles und werden wir alles dran tun, um am Ende erfolgreich zu sein. Der Gegner auch. Es wird auf jeden Fall leider der eine oder der andere es nicht schaffen, obwohl man am Ende nach so einer langen Saison Tabellenführer ist. Nochmal, ich kann das nur wiederholen, das ist ein Witz, aber im Moment nicht zu ändern und wir werden alles dafür tun, mit dem Publikum
das hat sich auch verändert wieder jetzt in den letzten Wochen, dass es noch mal besser geworden ist. Das war letztes Jahr schon gut, aber jetzt ist es außergewöhnlich. Ich glaube, dass ein gegenseitiger Respekt riesengroß ist. Dann wünsche ich viel Erfolg für die Relegationsspiele. Vielen Dank, vielen Dank.